für möglich, du hättest das mit den Rattan gelassen. Und damit seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodon zu einem weiteren Part Lego Star Wars, das Erwachen der Macht mit dem Zwergenfürst. Wir befinden uns hier im 100% Spielmodus und ja, beenden jetzt die Rattan Jagd im Hauptquest. Es gibt noch ein Bonuslevel, das sich Rattan Jagd nennt. Das haben wir, glaube ich, schon halbwegs geschafft. Ich habe mal die Charaktere ein bisschen gewechselt. Immerhin sollen wir auch ein bisschen Spaß charaktermäßig haben im freien Spielmodus. Wir sind jetzt hier eine Gruppe von Leuten, die wir aus alten Star Wars Filmen kennen. Hier haben wir Anakin, hier haben wir Han Solo, hier haben wir Leia als junger Charakter und Luke Skywalker. Ich bin nicht sein Vater. Ja doch, irgendwie schon. Ich spiele Anakin. Anakin wollte ich auf jeden Fall schon nochmal spielen hier im freien Spielmodus. Ich glaube, Luke haben wir schon mal gespielt und die beiden von Endor auch. Und deshalb, ja, ist eigentlich nur Anakin Skywalker hier neu. Aber so als Hommage an die Star Wars 1 bis 6 Teile sind jetzt die hier heute auch mit vertreten. So, und wir versuchen jetzt erstmal dieses Level zu bewältigen. So, was müssen wir hier? Da brauchen wir einen Sturmtruppler. Sturmtruppler. So vielleicht. Nicht? Okay, bin halt ein bisschen aus der Übung, was das angeht. Okay, scheinbar nicht. Und was wollen die von mir? Irgendwas ist dahinter. Okay, wird halt hier ein bisschen lustig am Anfang. Und weil ich halt erstmal nicht zurechtkomme. So, okay. Alles klar. Haben wir es dann geschafft. So. Passt. Und was kriegen wir da? Oh, ein Minikit. Das ist doch super. So. Da brauchen wir Han Solo. Han Solo hat eins. Ja, ich denke schon. Wir hatten Blaster. Und Leia hat es auch. Das passt doch spitze. Müssen wir nicht mal den Charakter wechseln. So, ich werde heute ein, zwei Levels spielen. Hier aus dem 100% Modus. Und versuchen halt weiterzukommen. Also ich kann es euch schon verraten, 100% wird das nicht. Da haben wir nämlich schon ein paar Level gesehen, die wir versaut haben. Um es so auszudrücken. Ich glaube, der vorletzte Part oder der vorvorletzte Part sogar müsste es gewesen sein. Hoppla. Wo wir in diesem Keller waren und halt nur rumgebackt sind. Es gibt halt hier wirklich... Vielleicht liegt das nur an meiner Edition, vielleicht ist mein Spiel fehlerhaft, aber teilweise lässt uns das Spiel gar nicht die 100% machen. Also es ist irgendwie, ja, ist der Wurm drin und manches kriege ich nicht hin, weil es zu schwer für mich ist, ich in der Herausforderung nicht gewachsen bin oder halt auch... Weil das Spiel halt backt, leckt und glitscht. Alles direkt nacheinander. Genau in dieser Reihenfolge. Okay, was mache ich hier? Ich muss da doch hoch. Ach so, das kann ich ja jetzt hier zerstören. So geht das. Und ich werde versuchen, halt das Spiel so gut wie möglich 100%ig abzuschließen. Also
die meisten Minikits und die meisten goldenen Steine und Charaktere freizuschalten. Das war zumindest annähernd 100% hier haben. Und ja, ich werde mich halt nicht von schweren Levels oder backenden Levels abhalten lassen und werde die dann einfach, wie leid es mir tut, auch links liegen lassen müssen. Weil, ja, was halt nicht geht, das geht nicht. Da müssen wir das halt hier erstmal so liegen lassen und ja, dafür, dass es mein erstes 100% Let's Play ist, ist das, denke ich, auch halbwegs akzeptabel. Ich sag nicht 100% akzeptabel, aber halbwegs. Ich bin auch eher so der Story-Spieler. Hey, ich will zu Anakin. Anakin, so, hier. Dankeschön. Ich bin eher so der Quatsch. Was laber ich jetzt? Jetzt habe ich einen roten Faden verloren. Ich bin der 100% Spieler nicht. Ich habe da eher Bock auf die Story und lass dann danach aufhören. die Worte fehlen mir heute auch. Ich höre dann gerne nach der Beendigung der Story auf, weil 100%, ihr seht es ja selbst an dieser Reihe, ist dann doch mehr peinlich, als dass es Erfolg der Let's Play-Reihe bringt. Und schadet dem Gesamtbild der Let's Play-Reihe nur. Und ja. Okay, was soll ich damit? Was kann ich damit tun? Scheinbar noch nichts. Ja. Und ich tue es halt irgendwie ein bisschen ungern. Also, die ganzen 100% Sachen zu erarbeiten, ist dann jedoch ein bisschen. Ja, ist mir dann doch ein bisschen leid. Und so werde ich die nächsten Let's Plays jetzt erstmal nicht 100% machen. Ich mache das immer so gern, wenn da noch was Wichtiges dazu ist, irgendwie wie bei Pokémon dann noch die legendären Pokémon fangen, dann mache ich das ab und zu mal halt und dann belese ich mich da ein bisschen und ups. Okay, das müssen wir irgendwie anders machen. Machen wir vielleicht mal so. Und dann hier mal rüber und dann kann ich mich in Han Solo und ja, aktivieren. Passt doch. Aber hier erstmal das beendet. Ich denke, noch ein bisschen werde ich es machen. Also, ich werde es nicht abrupt abbrechen, aber es kann sein, dass ich halt nicht alle Level 100% spiele. Also, ich denke, so viele Parts sind es auch gar nicht mehr, wenn ich das richtig einschätze. Wir dürften jetzt bald Takodana abgeschlossen haben. Und dann kommt nur noch die Starkiller Base und dann ist das Spiel auch schon fast zu Ende und vielleicht, wenn wir dann noch genug goldene Steine haben, dann können wir uns vielleicht noch an die Bonuslevel wagen, die dort sind, hier mit der Ratarenjagd Nummer 2 und so weiter. Endor war da auch mit dabei und so weiter und so fort. Kann man alles machen, mal sehen, wie es wird. Demnächst kommt noch Pokémon. Gibt's nicht. Demnächst kommt noch Pokémon Sonne Ultra, also Ultra Sonne und Ultra Mond raus. Da werde ich Ultra Mond spielen. Und ich habe auch gerade sehr, sehr viele Let's Plays parallel am Laufen.
zum Beispiel Miitopia ist gerade frisch angefangen. Tomb und Dutchlife wird noch lange nicht beendet sein. Bin ich jetzt hier am Schieben und Pressen, dass ich da noch irgendwie ein paar angefangene Let's Plays beende, bevor da noch ein paar neue gestartet werden können. Und da ist eher so ein, dass so ein 100% Teil ist eher dekonstruktiv, kontraproduktiv. Oder wie hieß das Wort? Ich will wieder er hier sein. Anakin Skywalker. So. Aber hier noch Real Talk gemacht. Muss auch mal weitergehen im Spiel. So, wo haben wir denn jetzt hier noch ein paar Minikits und goldene Steine? Wir müssen doch hier irgendwo noch welche versteckt sein. Hier noch was? Ja, da war was. War Jedi? Nee, das war, da war nix. Okay, ich suche hier nochmal alles ab. Ob wir da was finden. Da ist auf jeden Fall noch was. Weiß nicht, ob uns das was bringt. Okay, das ist gut. Eine Leiter. Das sieht stark nach goldenen Steinen und Minikits aus. Mit der Macht befreie ich das Minikit. Alle Sammelgegenstände gefunden. Das ist schon mal gut. Das ist spitze. Und da hoch können wir da auch hoch. Zack. Dann finden wir hier vielleicht noch was. Nö, hier ist glaube ich nicht so viel mehr. Okay, okay. Und da was zusammengebaut und fertig machen. Okay, ich muss ein bisschen weiter unten. Muss ich auf den Rattan zielen. So. Ach Mensch, ich kann nicht ziehen. Ich bin heute ein bisschen daneben. Ein bisschen neben der Spur. Okay, ordentlich. Den haben wir betäubt. Jetzt nur noch richtig zielen können. So. Okay. Ist der richtige Weg. Okay, scheint zu passen. Jetzt ziehe ich gerade auf den Boden. Ja, komm. Na komm, zack, so haben wir's. Los, Bewegung. So, was haben wir freigeschaltet? Mal sehen. Ich fürchte zu wenig goldene Steine. Sammelgegenstände. Minikits. Zumindest von den Minikits haben wir alle zwei. Und ein Charakter. Noch ein Charakter. Naja. In gewisser Weise auch immer ein bisschen blind, was goldene Steine und Minikits angeht. Deshalb ist das Ganze hier eher ein Desaster, als das was bringt, die 100% abzuschließen. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob ich das jetzt hier irgendwann mal abbreche, irgendwie am 30. Part oder sowas, irgendwas Rundes mache und dann, ja, hatten wir Spaß mit den Charakteren, können wir die ein bisschen getestet haben. Bevor wir uns hier noch im Kopf und Kragen Let's Playen. Ja, wir sind hier auf dem Todesstern. Nein, auf dem Todesstern, nicht auf Starkiller Basis. Ein bisschen was anderes. Todesstern gehört ihm hier, dem Anakin. Ich fand Anakin eigentlich ein ganz guter Charakter. Also, mir hat er irgendwie gefallen. Also, obwohl, ja, er ist eigentlich ein Bösewicht und man merkt es auch relativ, dass er zum Bösewicht wird. Er ist eigentlich nur im ersten Star Wars Film, im ersten Star Wars Teil,
ein guter und kleiner Junge. Im zweiten fängt er dann schon ein bisschen an, dass er ein bisschen rebellischer wird und dass er dann abdriftet zur dunklen Macht. Dank Mr. Palpatine. Aber was soll ich sagen? Mir hat so ein bisschen gefallen, was er so für eine Geschichte hat. Also vom Sklaven zum Jedi hin und ja, war eine imposante Sache, was er so zu erzählen hat, was er und was sein Weg, sein Leidensweg quasi war und was ihn so bewegt hat, so seine Liebesgeschichte, die nicht sein durfte, Romeo und Julia mäßig. Alles eigentlich ganz episch. Er hat sich dann leider für den falschen Weg entschieden und die falsche Seite gewählt. Joey, hast du noch Sprengstoff? Es hätte besser mit ihm ausgehen können, also ich hätte mir ein besseres Ende für ihn ausgedacht, aber ja. Ich habe den Charakter geliebt. Ich habe ja auch angefangen mit Star Wars 1, 2 und 3 und dann 4, 5, 6 geguckt. Ich habe die nach der Nummerierung geguckt, nicht nach der Veröffentlichungszeit. Deshalb ist mir auch Darth Vader eher, ja, fremd, würde ich mal sagen. Das ist, Darth Vader ist für mich Anakin. Das ist irgendwie, Darth Vader ist auch irgendwie deshalb nicht der Bösewicht, der er eigentlich ist in Star Wars. Weil ich halt die ersten drei Filme davor geguckt habe, wisst ihr, was ich meine. Es steckt halt für mich der liebe Anakin drin. Der liebe kleine Anakin, der als Kind auf Naboo dieses Rennen gemacht hat und sich mit Padme befreundet hat. Ich fand es einfach episch, die Filme 1 bis 3, wo die Geschichte erzählt wird. Ich mag auch Teil 1 bis 3 lieber als die Trilogie mit 4 bis 6. Könnte mich dafür jetzt an meinem eigenen Kabel aufhängen. An meinem Kamerakabel aufhängen, aber ist leider so. Ist bei mir so. Ich finde es wirklich. Die meisten werden jetzt sagen, wie geht das? Eigentlich sind doch 4 bis 6 die besten. 1 bis 3 ist nur ein Abklatsch. Ist ja quasi auch so. Ist ja jetzt. Die wirkliche Star Wars Trilogie war ja 4 bis 6. Und 1 bis 3 kam ja dann noch dazu. Das wurde ja dann irgendwie dazu gedichtet. Das war ja dann sozusagen noch ein zusätzliche Trilogie. Und jetzt dann 7 bis 9 ist ja dann nochmal noch was zu. Das ist halt, also ursprünglich ist das ja eigentlich 4 bis 6. Schon irgendwie ulkig. Ursprungstrilogie 4 bis 6, danach 1 bis 3 und jetzt 7 bis 9. Ach Mensch, ist schon ulkig. Also, ich habe es natürlich von der numerischen Reihenfolge her geguckt, also 1 bis 9, 1 bis 7, halt 8, 9 kommen halt noch raus. Rogue One habe ich natürlich auch geguckt. Fange ich mir jetzt auch wieder ein paar Hater ein, wenn ich sage, ich fand Rogue One gar nicht so doll. Ich fand's, ja, mir Star Wars 7 besser gefallen als Rogue One. Könnt ihr mich gerne für haten, aber das ist halt meine Meinung, ist halt meine Ansicht der Lage und ja. Jetzt haben wir hier wieder off-topic gemacht, aber was soll es, dafür bietet sich ja der wollte schon Story-Modus sagen. Aber der freie Spielmodus an. Oh, Minikit. Da müssen wir hoch. Wie auch immer ich da hochkommen soll. Ich muss da hoch. Finden wir einen Weg da hoch.
Okay. Hier kann man vielleicht irgendwas bauen, irgendwas finden, was man aufbauen kann, um da hoch zu gelangen. Und das vielleicht umrüsten hier. Nein, das lässt sich nicht mehr zerstören, wie es scheint. Finden wir einen Weg nach oben. Und das hier kann man vielleicht anderweitig aufbauen. Jo, das sieht gut aus, ist nur ein Schneemann, aber vielleicht bringt's was. Jo, sieht gut aus. Nice, da oben. So, Minikit, her damit. So, wo sind wir hier? Da kamen die Stormtruppler durch. Stormtruppler, genau. Denglisch. So. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie es bei euch ist, was eure Meinung zu Star Wars ist, was waren eure Lieblingsfilme. Juckt euch Star Wars gar nicht, seid ihr so ein... Naja, dann dürftet ihr diese Lesbe-Reihe nicht wirklich gucken. Zumindest diese, das freie Spiel. Wenn euch Star Wars gar nicht juckt, dann ist das eigentlich nicht so das Let's Play für euch. Also so ein Grundinteresse an Star Wars ist dann irgendwie hier schon dabei, wenn man dieses Let's Play bei mir guckt. Und ja, was ist eure Ansicht dazu? Was ist eure Lieblingstrilogie? Was ist euer Lieblingsfilm von Star Wars? Wie hat euch wohl angefallen? Mich passte Rogue One halt irgendwie nicht ins Zeug, das passt irgendwie nicht mit rein, das ist irgendwie, das ist halt nur eine Star Wars Story, das hat mir nicht gepasst, das ist irgendwie, ja, war für mich ein anderes Universum irgendwie, obwohl es irgendwie im selben spielt, versteht er mich, hab halt irgendwie die ganze Story vermisst, die halt zusammenhing mit den bekannten Charakteren Han Solo, Leia, Darth Vader, Luke Skywalker, dass die halt irgendwie drin vertreten sind. Den müssen wir, glaube ich, besiegen. Na toll, ich bin nur BB-8. Und dann werden wir mal zu Chewie. Vielleicht können wir ihn dann besiegen. Ha, ha, ha. Roter Stein. Wir haben es geschafft, den zu besiegen. Das war ein Quest von einem... So, super Nahkampf. Das sieht doch sehr gut aus. Als hätten wir alles schon freigeschaltet hier im Level. So, dann geht's mal voran. Ich will wieder Anakin spielen. So. Sieht auch so aus, als wären wir gleich fertig mit diesem Level. So. Was läuft? Was ist euer Lieblingscharakter aus Star Wars? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bettel hier um Kommentare irgendwie, aber mich würde es wirklich mal interessieren. Mein Lieblings müssen wir mal hier erstmal aufbauen und dann den Kreislauf erstmal aktivieren. So ging das, glaube ich. So, zack, hier einmal Strom aufbauen und jetzt kaputt mach und oben Aufbau. Mann, Chewie, aufbauen. Bitte. Danke. Noch rechtzeitig erreicht. Man muss sich da beeilen. Na komm. Ach so, müssen wir aber nicht mehr. Da haben wir's. So, da brauchen wir einen Sturmtruppler für. Sturmtruppler. Einmal das rote Kostüm zurecht. Basteln. Passt. Haltet euch bereit. Ihr solltet ziemlich interessant werden. Juhu. Da sind wir drin. Dann würde ich mal sagen, im nächsten Part geht's weiter. Was wir so alles freigeschaltet haben. Sah ganz gut aus, fand ich. Ein wahrer Jedi. Nehmt es mir halt nicht so übel, dass ich hier halt nicht alle
Minikits und goldenen Steine und Charaktere freischalte. Ja. Ich glaube, wir machen das nicht ganz hundertprozentig. Ich höre die nächsten Parts irgendwann einfach auf und mache das Ganze zu Ende. Wir haben den Story-Modus durchgespielt und da fehlt uns ein goldener Stein. Seht ihr. Ja, mich noch um Hals und Kragen rede. Beenden wir diesen Part. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Gehabt euch wohl, habt noch einen angenehmen, fröhlichen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Video. Man sieht sich. Ciao, ciao.